Willkommen zurück zu einem neuen Video. Neuer Tag, neues Video. Und ihr wisst, ab jetzt gibt es regelmäßig Videos, wenn nicht sogar fast täglich. Jawohl. Heute in diesem Video möchte ich euch jemanden vorstellen. Ihr alle kennt ja Loki, unseren Hund, und wir haben gestern so ziemlich recht spontan Familienzuwachs bekommen. Und Loki hat jetzt einen neuen Freund und den möchte ich euch heute zeigen und vorstellen. Beziehungsweise ich möchte diesen heute auch selbst erst kennenlernen. Wir waren nämlich gestern schon dort und haben ihn mal nur kurz gesehen. Und heute möchten wir mal eine Runde mit ihm spielen gehen und ich bin echt schon gespannt, wie der so tickt, der neue Familienzuwachs. Also bleibt dran, es wird spannend. Übrigens, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie. Als allererstes muss ich mich allerdings nochmal umziehen, weil wenn ich darüber gehe und keine Jogginghose anhabe, versaue ich mir die Hose. Jedes Mal, wenn ich mit dem Hund spielen gehe, sehe ich aus wie ein Schwein danach. Deswegen ziehe ich mich jetzt um und dann geht's los. Wo habe ich meinen Schlüssel hingelegt? Ich bin so eine Person, die kriegt immer gleich totale Panik, wenn der Schlüssel nicht da ist, wo er sein soll. So. Wo ist es? Wo ist das zum Bestechen? Wo hast du das? Hinten. Hinterm Auto. Hinterm Auto? Ja. Ach, hier. So, was haben wir denn hier? 100% Weidelamm. Bosch Tiernahrung. Das haben wir gestern bei der Messe gekauft. Richtig guter Snack. Und so sieht das Ganze aus. Ich glaube, die werden da drauf abfahren, alle beide. Das kann nur gut werden. Neues Familienmitglied und gleich bestechen. Jawohl. Übrigens, wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch es hier oder hier. Ich zeige eh immer die falsche Seite, von daher hier oder hier. Guckt auf jeden Fall mal rein. Ich habe da etwas gesagt, was euch betrifft und was das Ziel dieses Kanals ist. Ich möchte euch etwas zurückgeben. In Form von Verlosungen, aber unter einer Bedingung. Die Bedingung erfahrt ihr hier oder hier in dem verlinkten Video. Loki! Loki! Oh, was hast denn du gemacht? Hast du fein deine Decke zerrissen, hä? Loki! 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 Oh mein Gott, Angst, 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 Angst. Oh, Hilfe. Und? So, darf ich euch vorstellen? Uiuiui. So, na dann. Hi. Oh, weg war er. Jetzt gibt's was. Jetzt gibt's was für die Tier, die Fresse. Mach mal was mit ihr, dass sie hören soll. Dann mach ich das. Platz. Das ist jetzt Konkurrenz, das ist jetzt Konkurrenz. Die denken jetzt, beide kriegen nicht mehr. Okay, also darf ich euch vorstellen, das, wie heißt er? Rasti. Rasti aus Polen. Ja? Kann ich auch so schmeißen. Na klar. Das haben sie auch, pass mal auf. Loki ist doof. Ja, muss auch ein bisschen mehr üben, ne? Loki hat einen Freund. Hat das? Nee. Der ist ja voll süß. Der ist voll süß. Ja, fein. Jetzt haben sie beide gefangen in der letzten Runde. Letzte Runde haben sie gefangen. Und sitzt, Loki. Sitzt. Machen die beide Sit? Ja. Und die Sit. Aufregung. So fein. Oh, prima.
Was sagen Sie zum Rasti? Was sagen Sie jetzt zum Rasti? Traurig. Tja, du wirst voll ignoriert, merkst du's? Ja, doch nicht. Doch nicht. Glück gehabt. Ah, aber nur kurz. Kurz das Spielzeug. Spielt er? Der ist voll angetan von dir, merkst du es? Kommst du mit Katzenbabys gucken? Wo? Oben? Ja, ja. Guck mal, was da drin ist. Belana? Belana? Hi! Hi, Belana. Zeigst du uns deine Babys? Zeigst du uns deine Babys? Hey, guck mal. Voll dicke oh, guck mal, was die für dicke Murmeln haben, ey. Voll gefressen. Guck mal, der steht nicht auf mich, der faucht mich an. Wie viel sind es? Vier? Drei. Weißt du, was Toni? Oh, der darf nicht rein, noch. Nee. Toni, guck mal, kommst guck du da rein? Machst du mal das Fenster ein bisschen ankippen? Damit hier mal Luft reinkommt. Hier ist ganz schön stickige Luft drin. Die kleinen Pfötchen. Ja, genau, danke. Dass mal Luft reinkommt hier. Weil die ist ja den ganzen Tag hier drin. Ja, die kaufen. Aber voll süß. Belana, die kümmert sich auch super drum. Also unten, wo sie unten war, die war ganz aufgeregt und ist nur rein und raus und rein und raus. Und jetzt, wo sie alleine ist, mit den kleinen Eimern frei. Und was sagen Sie zu den Babys? Niedlich. Niedlich. Ich mag's. Warte mal, gib mir mal ein. Du kannst sie nicht selbst. Guckt in die falsche Richtung. So eine kleine Schnute. Oh, die Kamera macht gerade leider nicht scharf. So eine kleine Schnute. Geh wieder zu Mama. Wieder zu Mama. Süß. Rasti, jetzt. Sitz. Gib 5. Ha, das funktioniert. Nochmal. Gib 5. Der ist cool. So ist eigentlich nicht so klar. Ich weiß aber auch nicht, was das für Rassen da mit drin sind. Keine Ahnung. Was sind das für Rassen? Wer kennt sich aus? Ein Mischling. Strahlgrami, Straßengrabenmischung. Senf und jeder hat seinen Senf dazugegeben. Mai, oh, Loki. Rasti, hey, komm. Komm. Oder auch nicht. Komm. Loki? Oh, oh, oh. Die verstehen sich echt gut. Also, Rasti kam gestern zu uns. Rasti ist ein polnischer Hund. Und wir wissen allerdings leider nicht, wo er her ist. Rasti war in einer wie Auffangstation für Hunde, die kein Zuhause haben. Und wir haben Rasti jetzt quasi adoptiert. Heb erstmal das Bein. Genau, weil unsere Loki, die ist nämlich unbändig, voller Energie. Die weiß immer nicht, wohin mit ihrer Energie. Und deswegen der Rasti als Energieausgleich. Als Zweithund für die Loki, weil ihr das, so wie es aussieht, scheinbar auch Tatsache gut tut.
Genau. So sieht's aus, hä? Was sagst du dazu, Loki? Was sagst du dazu? Du alte Schnalle. Hasti! Wie das aussieht. Hasti! Komm mal hier! Hasti! Eifersüchtig, kann das sein? Eifersüchtig. Loki, was ist da los? Ist die doof. Sie bleibt immer stehen, wenn ich stehen bleibe. Jetzt nicht mehr. Jetzt hältst du mich fest. Hältst du mich schon wieder fest? Was, halt fest. Jetzt hält sie mich wieder fest. Du bist der Loki, ist eifersüchtig. So, ich bin wieder zu Hause und ich muss sagen, wir haben heute oder ich habe heute so den ersten Eindruck vom neuen Hund bekommen. Von ab jetzt Lokis Begleiter, Lokis Spielkameraden und das scheint echt gut zu funktionieren. Mal gucken, wie es weitergeht mit den beiden. Bin ich echt mal gespannt. Aber ich glaube, das wird schon werden. Also die machen gerade noch so ein bisschen die Rangordnung unter sich aus, aber das ist ja vollkommen normal. Und das wird eine Weile dauern. Also dass die sich so ein bisschen hin und wieder mal, also ein bisschen ankeifen. Naja, ankeifen auch nicht. Wenn wir gespielt haben, der Rasti und ich heute, dann war Loki natürlich eifersüchtig und wollte ihm das Spielzeug wegnehmen und da musste der Rasti sich verteidigen, dass er sich das Ganze nicht wegnehmen lässt, das Spielzeug. Und da gab es noch so kleine Keifereien, aber das wird sich sicherlich auch regeln im Laufe der Zeit. So sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, das war es auch heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da oder einen Kommentar. Ihr wisst, im Moment bin ich wirklich, wirklich dankbar für jede Hilfe, jede Unterstützung. Kommentiert fleißig, dann werdet ihr mit etwas Glück im nächsten Video erwähnt und gegrüßt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!